Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es endlich an der Zeit, dass wir unser Budget abschließen. Der Monat ging mal wieder ratzfatz vorbei. Trotzdem gab es sehr, sehr viele Ausgaben und ja, wie ihr wisst, leider auch eine dicke, fette, ungeplante Ausgabe. Ich bin trotzdem super gespannt, wo wir am Ende rauskommen, denn ich weiß, in einigen Kategorien sind wir zwar im Minus, dafür in anderen im Plus. Also mal gucken, wie sich das insgesamt so ausgleicht. Dann wollen wir auch gleich mal starten. Mein Juni-Budget steht immer noch sehr schön da, wie ich finde. Es ist zwar sehr voll geworden, aber es gefällt mir trotzdem wahnsinnig gut. Ich werde wahrscheinlich im nächsten Budget dann aber doch wieder auf zwei Seiten umschwenken, damit ich einfach auch, was Sticker angeht, ein bisschen mehr Freiraum habe, denn ich merke, wie viel Spaß es mir macht, die Sticker zu verwenden. Also nicht nur meine, sondern natürlich auch andere. Und ich habe ja eine recht bemerkenswerte Sammlung mittlerweile, allen voran auch deswegen, weil ich von euch öfters mal super süße Sticker geschickt bekomme und es wäre super schade, wenn ich die nicht verwenden würde. Das heißt, wir werden wieder auf zwei Seiten kommen. Vielleicht werde ich auch mal wieder die Abos aufdröseln, weil ich glaube, das ist für den einen oder anderen ganz interessant und für mich auch wichtig, damit ich einen Überblick behalte, für was ich momentan zahle, für was ich wie viel zahle. Wie ihr wisst, habe ich ja bei Audible eine Pause eingelegt von 3 Monaten. Da darf ich nicht verpassen, wann diese Pause vorbei ist. Bei Netflix habe ich unseren Account ein bisschen so runtergestampft. Da kann man jetzt, glaube ich, nur noch mit 2 Geräten parallel schauen, was bei uns im Haus überhaupt kein Problem ist, weil ich gar kein Netflix schaue. Ja, all solche Dinge ist ganz gut, wenn man das dann aufdröselt, weil man dann besser einen Überblick behält. Auch hier werden wir noch reinschauen. Das ist mein Schuldenhäuschen. Das sind all die Schulden, die wir uns für die Renovierung des Hauses angehäuft hatten. Die werden jetzt peu à peu zurückgezahlt. Genau, und da dürfen wir auch wieder die neue Rate eintragen und hier die Kreuzchen machen. Gut. Dann starten wir, indem ich mir meine Kärtchen hole und wir nach und nach einfach mal die Kategorien durchgehen. So, hier unten sind meine variablen Ausgaben. Hier ist die geplante Zahl, also das geplante Budget und darüber kommt dann das, was tatsächlich ausgegeben wurde. Da ich jetzt hier keine dritte Spalte habe, wo ich die Differenz eintrage, würde ich so machen, dass ich alles, wo ich im Budget bin, beziehungsweise drunter in Schwarz eintrage und alles, wo ich drüber bin, in Rot eintrage, damit so ein bisschen mehr Überblick ist. Und mein Rot ist natürlich wie immer mein Pink. Gut, wir starten mit ungeplant. Das waren 100 Euro und wer sich noch erinnert, weiß, dass da was relativ Teures angefallen ist. Ich suche gerade mein Kärtchen. Hier ist es, denn Patrick hat sich einen Koffer gekauft für 218 Euro. Er ist ja öfters auf Geschäftsreisen und braucht da wirklich einen super handelbaren und vor allem sehr, sehr leichten Koffer. Und da hat er sich hier so ein Markenprodukt gekauft für 218 Euro, womit wir 118 Euro im Minus sind leider. Aber im Budget tragen wir natürlich das ein, was ausgegeben wurde. Und das sind die 218 Euro in Rot. Ja, kein guter Start, aber mal gucken, wie sie es im Nachhinein noch ausgleicht. So, Kategorie Essen. Da erinnert ihr euch vielleicht daran, dass wir auf 650 Euro runtergegangen sind, trotz der ganzen gestiegenen Essenskosten. Aus dem Grund, weil Kilian in dem Monat ja in der Schule mitgegessen hat. Nur leider, und da muss ich mir echt wieder an die eigene Nase fassen, weil ich hätte dran denken müssen. Hat er das nicht, bin zumindest die Hälfte der Zeit nicht, weil ja Ferien waren. In den Ferien ist er natürlich zu Hause und in den Ferien haben wir immer höhere Lebensmittelkosten. Und noch dazu war Patrick da. Und wenn Patrick zu Hause ist, haben wir auch immer höhere Lebensmittelkosten. Das heißt, das war einfach schlecht geplant. Ich habe da die Ferien irgendwie außer Acht gelassen. Und das hat sich dann so summiert, dass wir insgesamt 72 Euro über Budget waren. Also haben wir statt 650 722 Euro ausgegeben. Ja, blöd, aber war irgendwie vorhersehbar. Also wenn ich dran gedacht hätte, dann hätte ich das eigentlich auch ganz gut planen können. Ich wäre wahrscheinlich mit 750 Euro rangegangen, wenn ich dran gedacht hätte, dass eben Ferien sind. Aber naja, einfach was lernen fürs nächste Mal.
Also 727. Wenn ihr übrigens merkt, dass meine Stimme ein bisschen komisch ist, ich bin leider erkältet, ich habe mir so eine Sommererkältung zugezogen mit Schnupfen und Co. Ja, blöd. Ich finde irgendwie bei schönem Wetter so ein bisschen erkältet zu sein, ist nochmal viel, viel doofer als im Winter, weil irgendwie gehören für mich Erkältungen in den Winter. Ja, bislang nur zwei rote Zahlen, aber es kommen dann demnächst auch noch schwarze Zahlen. Jetzt aber noch nicht, denn beim Auswärtsessen haben wir auch nochmal über die Stränge geschlagen mit einem Burger für 30 Euro, also nicht ein Burger für 30 Euro, das wäre ein gewaltiger Burger. Burger essen natürlich. 35 sind wir drüber, haben hier also 135 Euro ausgegeben. Und das ist auch sowas, das Essen gehen, was definitiv mit dem Urlaub zusammengehangen hat, dass die Kinder und Patrick 2 Wochen hier waren. Sonst hätten wir das wahrscheinlich nicht gemacht. Hier haben wir erstmal einen kleinen Hoffnungsschimmer, eine kleine Kategorie, wo ich schwarz was eintragen darf. Und zwar haben wir letzten Endes nur 28 Euro für Drogerieartikel ausgegeben. Und das ist doch auch schon mal was. Kann man doch auch ein bisschen stolz drauf sein. Weiter geht's mit Freizeit. Ich weiß gar nicht, wo der letzte Stand war. Ich nehme mal an, hier, da kamen noch 2 Filme. Und dann habe ich auch noch mal einmal Döner abgerechnet bei Freizeit. Trotzdem haben wir 8 Euro weniger ausgegeben, als veranschlagt war. Das heißt, hier darf ich 92 Euro eintragen. Und dann gibt es noch eine schwarze Kategorie. Das ist der Tierbedarf. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich nochmal Nassfutter bräuchte, aber das brauchte ich dann gar nicht, weil ich doch noch was im Schrank hatte. Das war bloß nicht auf den ersten Blick zu sehen. Das heißt, es wurde danach nicht mehr eingekauft und 11 Euro waren noch übrig. Also keine 80 Euro ausgegeben, sondern 69 Euro. Und dann nochmal eine Kategorie, die mich freut und die auch natürlich mit dem Urlaub zu tun hat, also mit den Ferien meine ich. Tanken. Und zwar sind da auch nochmal 34 Euro übrig, weil Patrick ja nicht diese Pendelfahrten ständig machen musste nach München. Statt 300 haben wir hier also 266 Euro. So, es geht immer noch gut weiter und zwar mit der Kategorie Haushalt. Da kam auch nichts mehr dazu. 7 Euro sind übrig, also wurden 13 Euro ausgegeben. Und bei den Kindern sind auch noch 2 Euro übrig, also 28 Euro ausgegeben. Spenden blieb bei 0. Blow Money haben wir komplett rausgehauen, also beziehungsweise ich habe meins rausgehauen und beim Patrick gehe ich einfach davon aus. Ansonsten würde man das einfach mitnehmen in den nächsten Budgetmonat. Und ja, dann können wir das eigentlich schon ausrechnen. Alle anderen Kosten hier sind so geblieben, also zumindest was ich so auf dem Schirm hatte, war das alles hier, hat das alles gepasst. Und die Sinking Funds schauen wir uns dann im Anschluss an. Jetzt erstmal möchte ich gerne wissen, was die Budgetbilanz vom Juni ist. Also, wir schauen mal. Wir rechnen mal zusammen hier 218 plus 727 plus 135 plus 28 plus 92 plus 69 plus 266 plus 13 plus 28 plus 130 kommen wir auf 1706. Also immer noch ordentlich über dem, was wir hier geplant hatten. Ja, das ungeplant haut er natürlich auch noch mal gescheit rein. Ja, war absehbar. Das sind eher kleine Summen, die wir weniger ausgegeben haben als geplant und da haben wir ordentlich viel mehr ausgegeben als geplant. Gut, wir machen mal die Gesamtrechnung. Wir machen die 39 Euro bei den Einnahmen minus die 2742 bei den Fixkosten minus die 1706 bei den variablen Kosten. Jetzt habe ich hier keine Plussumme. Wir müssen erstmal hier ausrechnen, wie viel ich in die Sinking Funds reingesteckt habe. Das da hier.
Und weil jetzt der schon belegt ist, muss ich das kurz hier mal händisch machen. Dann seht ihr mal, wie ich noch fit bin, was so vierte Klasse Mathe angeht. Also wir haben 2, 8, 11, 19, 28, 32, 37, 7 hin, 3 gemerkt, 5, 13, 17, 22, 27, 31, 1, 3 gemerkt, 7, 16, 17. So, geht doch noch. 1717 werden auch noch abgezogen. Landen wir bei minus 126. Schreibe ich in Rot rein. Ja, ist ziemlich genau das, was wir bei ungeplant drüber waren. Minus 126. Also, ja, es ist in Ordnung. Ich find's okay. Ich suche jetzt gerade nochmal ungeplant. 118, ja, ne, kommt ziemlich nah ran. Vielleicht müssen wir bei ungeplant auch tatsächlich mal ein bisschen höher rangehen als die 100 Euro, um sowas aufzufangen. Aber das fehlt natürlich dann wieder in anderen Kategorien, ist ja immer so. Aber ich bin eigentlich damit recht zufrieden, muss ich sagen. Bin natürlich wie immer gespannt, wie es bei euch lief. Ich habe so ein paar schon gehört, wo der Juni gar nicht gut lief. Und die anderen waren wieder super zufrieden. Also es scheint diese Extreme zu geben. Oder aber man schreibt natürlich eher, wenn es in ein Extrem driftet, als wenn es so ein Durchschnittsmonat war. Das kann auch sein. Ja, aber ich muss sagen, ich bin da recht zufrieden, vor allem angesichts dessen, dass die Kinder und Patrick da waren, weil ich weiß, das sind immer budgetgefährliche Wochen, wenn die hier sind. Also ich habe auch schon ein bisschen Angst vor den Sommerferien. Mal sehen. So, jetzt gucken wir aber auch mal in die Sinking Funds rein. Da haben wir den Freizeit-Sinking Fund. Da habe ich mir eine Picknickdecke noch gegönnt, weil wir das einfach gebraucht haben für an der Mangfall, um uns am Fluss es gemütlich zu machen und eben uns hinzulegen. Da habe ich mir was gegönnt für 25 Euro. Also was heißt mir, ne? Das ist natürlich für die ganze Familie als auch für die Hunde. Da sind wir allerdings mit 10 Euro drüber, also haben wir 10 Euro im Minus hier. Dann Kategorie Urlaub haben wir ein Plus von 174. Da wird jetzt dann im nächsten Budget ordentlich was reingesteckt werden. Bei Tierarzt ist zum Glück nichts passiert. Da stehen wir weiterhin auf 88 Euro. Feiern habe ich einfach nur ausgeglichen. Da sind wir jetzt auf 0. Weihnachten ist auch nichts mehr passiert. 62 Euro. Ist ganz lustig, weil da war mir jetzt auch schon auf den Lippen gelegen, dass ich sage, natürlich ist nichts passiert, weil wir haben Juni bzw. bald Juli. Aber es ist, finde ich, gar nicht so selbstverständlich, weil ich wirklich finde, dass man durchaus auch schon im Juni, Juli an Weihnachten denken kann, wenn man Sachen sieht, die reduziert sind, die man aber definitiv für Weihnachten möchte, seien es Lichterketten oder Dekoartikel. Ich finde, der Sommer ist eine gute Zeit, um an Weihnachten zu denken, so blöd es sich vielleicht anhört. Gut, Heizöl wurde natürlich komplett bezahlt, stehen wir wieder auf 0. Beim Auto ist zum Glück nichts passiert, da haben wir weiterhin die 92. Was hier passiert ist, weiß ich nicht, die 9 ist abgerutscht. Bei Kleidung haben wir noch 3 Euro und ich blende euch was ein, und zwar ein bisschen was von meiner Regenjacke, die ich liebe, liebe, liebe und die auch schon sehr fleißig genutzt wurde. Bei Gesundheit ist noch was passiert. Patrick hat sich eine Nasendusche gekauft und ich bin nachts der Versuchung erlegen, sagt man, glaube ich, und habe mir eine Fitness-App geholt. Oh, sagt nichts, echt, ey, sagt nichts. 26 Euro, minus 1 haben wir da jetzt. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Es war nachts, es war minus, es war 3 Uhr. Ich war da irgendwie sehr angreifbar scheinbar in dem Moment. Und dachte tatsächlich, eine Fitness-App könnte die Lösung meiner Probleme sein. Also was heißt hier Probleme? Ja, ich bin völlig zufrieden mit allem, wie es ist. Aber klar, ein bisschen fitter wäre schon nicht schlecht. Aber ob eine Fitness-App da wirklich das Richtige ist, ich weiß es nicht. Aber ja, eine Beichte hier am Rande. Minus 1 sind wir da. Bei Schule sind wir auf minus 5 tatsächlich, weil dann doch noch ein paar Ausflüge anstanden am Ende vom Schuljahr. Einmal mit der Mitti und einmal ein Schulausflug.
Genau, einmal 8 Euro, einmal 4 Euro, beziehungsweise ist da bei den 8 Euro ein bisschen mehr Geld noch in die Klassenkasse reingeflossen, damit die Kinder mal Eis essen gehen können. Bei Haus haben wir 0, da haben wir ausgeglichen auf 0. Und im Reparatursinking Fund haben wir 40 Euro. Der ist auch noch unangetastet, zum Glück. Ja, das war's. Das sind jetzt die Sinking Funds. Finde ich auch nicht schlecht. Wir haben wieder schön viel Guthaben. Wir haben letzten Endes nur 16 Euro minus. Freut mich. Das sah schon mal ganz anders aus. Wenn ihr mir schon längere Zeit folgt, dann wisst ihr das. Ja, das ist unser Juni-Budget. Ich freue mich schon mega auf das neue Juli-Budget und da alles wieder zu verteilen. Die Sinking Funds-Bilanz kann ich noch schnell machen. Ich rechne mal alle Pluswerte zusammen und dann erst die Minuswerte, weil ich sonst wieder in Probleme komme. So, 92 plus 3 plus 40 ist gleich minus 10 minus 1 minus 5. 443, immerhin haben wir da. Ach so, Emergency Fund plus 1600. So, 2043 haben wir in unseren diversen Spartöpfen drin. Gut. Kann ich auch noch hier eintragen, ne? 2043. Und jetzt fehlt nur noch das hier ganz unten, der Schuldenstand. Den können wir auch noch machen. Der letzte Schuldenstand war, dass wir 1645 Euro abbezahlt hatten von meinem Kredit. Da darf ich jetzt die Rate vom Juni dazu rechnen. Plus 329 ist die Rate. Traue ich mir schon wieder nicht. Ich traue mir wieder nicht. Wo ist immer? Wo ist es? Ja, 329. Also plus 329 sind 1974 im Juni. Das sind 19 Kästchen. Das heißt, ich darf noch eins, zwei, drei Kästchen mehr machen. Und beim nächsten Mal rutschen wir in die dritte Spalte. Da freue ich mich auch schon drauf. Dass sowas motivieren kann, hätte ich echt nicht gedacht. Aber ich mag das, dass das so optisch einfach schön sichtbar ist. Ja, das war's von mir. Das war mein Juni-Budget-Abschluss. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns ganz bald natürlich für das Juli-Budget, für das Cash-Stuffing, für das Kubu-Budget und was sonst noch alles so zum Monatswechsel an Budgeting ansteht. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Ciao!